So, dann starten wir doch einfach mal hier mit einem Überblick, was wir heute vorhaben. Das sieht ziemlich kurz aus, wird es aber nicht sein. Also, als erstes starten wir mit einem Überblick, was alles so unter biografische Arbeit fällt. Also, was so die Klassiker im NLP sind und in der biografischen Arbeit, welche Formate. Dann habe ich eins rausgepickt, so sagen wir mal das Grundformat, das Basisformat der biografischen Arbeit, nämlich das Change History. Also es ist wirklich so das Format, wo auch die anderen von der Struktur her drauf aufbauen. Das wird den Großteil des Abends einnehmen. Also das schauen wir uns heute genau an. Also ich erkläre euch ganz genau, wie es funktioniert, wie man es durchführen kann, wie es wirkt. Ich habe auch eine Übung mitgebracht für euch, wie ihr das gleich im Alltag mit einbringen könnt. Also es ist ein geniales Format, was man auch selbst einfach in Kurzversion im Kopf machen kann, was super alltagstauglich ist. Dann habe ich euch gegen Ende hin noch, gebe ich euch noch einen Einblick ins Self-Nurturing. Das ist auch bekannt unter dem Titel Arbeit mit dem jüngeren Selbst, Arbeit mit dem älteren Selbst oder auch Arbeit mit dem inneren Kind. Das sagt vielleicht einigen von euch was. Das ist das Format eine Stufe komplexer als das Change History. Deswegen habe ich das hier noch mit reingenommen und auch unter anderem, weil es mir auch sehr am Herzen liegt. Da werden wir auch noch mal reinschnuppern. Okay, ich werde jetzt für die, die ganz, ganz neu im NLP sind, was vermutlich auch ein ganz paar sind, ich werde jetzt öfter von Formaten reden. Formate sind einfach eine bestimmte Schrittfolge, durch die man jemanden durchführen kann oder durch die man auch selber durchgehen kann im Kopf. Und die eine bestimmte Wirkung haben. Und biografische Arbeit an sich als Themenblock, das ist natürlich auch nochmal wichtig, ist ein großer Themenblock von vielen im NLP. Also wenn ihr zum Beispiel den NLP Practitioner macht, habt ihr verschiedene Blöcke. Einer davon ist zum Beispiel Kommunikation, Sprache. Da guckt man sich die Sprache genau an, nimmt die auseinander, analysiert Kommunikation. Oder es gibt einen weiteren Themenblock, das ist dann die Teilearbeit. Da arbeitet man mit verschiedenen Seiten von sich. Zum Beispiel die eine Seite, die lieber auf dem Sofa sitzt und die andere Seite, die gerne joggen gehen würde. Das heißt, das ist ein Themenblock im NLP. Und ein weiterer sehr großer Themenblock, also der nimmt oft in der Ausbildung mehrere Tage ein, ist die biografische Arbeit, die wir uns jetzt heute anschauen. So, hier habe ich euch einen Überblick zusammengestellt zu den Formaten der biografischen Arbeit. Und zwar habe ich die nach den logischen Ebenen sortiert. Also hier habt ihr die logischen Ebenen des NLP. Es ist ein Modell, mit dem wir hier in Berlin ganz viel arbeiten. Das nutzen wir so als eine Art Sortierprogramm im NLP. Und das hier sind die Timeline-Formate. Das sind so die Klassiker. Also es gibt noch eine ganze Reihe an Variationen, aber das hier sind so die Klassiker, die man auch in den Ausbildungen lernt. Change History ist so das Basisformat auf Ebene 4. Und die anderen, die bauen auf dem Change History drauf auf. Also je höher man hier geht, je Stufe man nach oben geht, desto komplexer wird das Format, desto mehr kommt hinzu. Auch von der Länge her, von den Schritten her wird es dann eins komplexer. Deswegen sind auch hier die ersten Formate meistens Stoff im Practitioner. Und wenn man dann hier oben zum Reprinting geht oder zur spirituellen Timeline-Arbeit, das ist dann Sachen, die im Master drankommen, die da auch viel Raum bekommen. Die logischen Ebenen, die kann man nutzen, um Ordnung zu bringen ins NLP. Weil wenn man, sagen wir mal, eine NLP-Ausbildung gemacht hat, eine Coach-Ausbildung, dann steht man ganz oft vor dem Problem, okay, in der freien Wildbahn, im Coaching kommt jemand auf mich zu, kommt ein Coachee mit einem Thema und jetzt ist die große Frage, okay, was ist denn jetzt das passende Format von diesen vielen Formaten, die ich gelernt habe, zu diesem Thema des Coaches? Und da sind die logischen Ebenen, womit man diese Frage lösen kann, nämlich indem man schaut, okay, das Thema des Coaches, auf welcher dieser Ebenen liegt denn das schwerpunktmäßig? Spielen da Glaubenssätze eine Rolle? Geht es hier mehr ums Selbstbild oder spielen hier andere Menschen eine Rolle? Das heißt, damit könnt ihr schauen, okay, wo liegt das Thema meines Coaches und danach dann das Format auswählen, mit dem ihr arbeiten wollt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein ins Detail. Also macht Ralf auch ganz viel dazu und gerne. Da könnte man wahrscheinlich mehrere Webinare mitfüllen.
Wir schauen uns jetzt im nächsten Schritt hier ausführlich das Change History an. Ich mache hier nochmal den Chat auf, damit ich auch sehe, wenn irgendwas hier, welche Fragen kommen. Einen Moment. Okay, dann starten wir in das Change History. Hier habe ich es euch visuell dargestellt, was man im Change History macht. Also Change History ist wirklich eins meiner Lieblingsformate für die Selbstanwendung, für den Alltag, für die Kurzversion im Kopf. Also es ist wirklich das Format, was ich persönlich am häufigsten im Alltag anwende, was ich persönlich für mich selber nutze. Einfach auch, weil es von der Struktur her relativ simpel ist. Change History, es geht um die Vergangenheit, hört man ja schon im Begriff, im Namen. Natürlich verändern wir nicht wirklich die Vergangenheit, dazu bräuchten wir schon irgendwie Zauberkräfte. Was wir mit Change History machen, ist Folgendes. Wir verändern die Bedeutung, die wir einem vergangenen Ereignis geben. Wir ändern die Gefühle, die Gedanken in Bezug auf ein vergangenes Ereignis. Das heißt, mit Change History könnt ihr alles, was irgendwie mal passiert ist, irgendwie auch in Lebensphasen, könnt ihr die nochmal anschauen und nochmal reflektieren. Dabei ist beim Change History die Idee, dass es wenig Sinn macht, ein vergangenes Ereignis einfach nochmal zu durchleben, sondern es geht darum, das mit Ressourcen nochmal zu durchleben. Richard Bandler, einer der Begründer vom NLP, gibt es von ihm ein Zitat, der hat wohl mal gesagt, er sieht es nicht ein, wieso man jemanden, der die Treppe runtergestürzt ist, wieso man den nochmal zur Heilung runterstürzen sollte. Das heißt, das machen wir im NLP nicht. Wir durchleben nicht irgendwie einfach nochmal irgendwas, was blöd gelaufen ist, sondern wir schauen uns das an mit hier, vor allem mit dieser Frage hier bei Schritt 1. Was hättest du damals gebraucht, um anders mit der Situation umzugehen, um anders zu reagieren in dieser Situation? Ich mache es an einem Beispiel. Also ich hatte in einer Demo im Seminar, hatte ich so ein perfektes Change History Thema. Das war eine junge Frau, die hat ein Fernstudium gemacht und hat dann eben ihre Prüfungen, hat sie dann immer mündlich oder schriftlich gehabt. Jedenfalls hatte sie eine mündliche Prüfung gehabt, schon ein paar Semester her. Und der Prüfer, der hatte irgendwie mit seiner Art, mit seinen Fragen, hat er es irgendwie geschafft, dass sie in Tränen ausgebrochen ist und die Prüfung abbrechen musste. Und das war jetzt schon ein paar Semester her. Sie musste die Prüfung natürlich jetzt nochmal machen und hat es aber immer vor sich hergeschoben, weil sie mit dieser Erinnerung, mit dieser schlechten Erinnerung im Kopf einfach Angst hatte, die Prüfung nochmal zu machen. Also, super Thema für Change History, haben wir dann auch gemacht. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns gemeinsam von außen angeschaut haben. Was ist denn das, was du in dieser Situation, in der Prüfung, mit diesem Prüfer damals gebraucht hättest, um anders da umzugehen, um anders zu reagieren in der Situation? Der Prüfer ist so, wie er ist. Man geht einfach mal davon aus, dass der so ist, wie er ist. Aber was hätte sie gebraucht, um damit umzugehen? Und da folgt jetzt wirklich kann auch ein sehr ausführlicher Prozess sein, indem man Ressourcen sucht, indem man Ressourcen aufbaut, indem man Ressourcen ankert. Wir haben damals auch echt mehrere Sachen gesammelt. Ich erinnere mich nur noch an eins, was für sie sehr relevant war. Das war das Thema, wenn man sich abzugrenzen, also die Sachen, die Art des Prüfers nicht zu nah an sich ranzulassen, sondern einfach trotzdem bei sich zu bleiben und in der inneren Ruhe zu bleiben. Und im nächsten Schritt, nachdem man sich die Ressourcen angeschaut hat, geht man Stück für Stück im Kopf nochmal die Situation durch. Wie wäre es dann gelaufen mit den Ressourcen? Das heißt, sie ist dann wirklich Stück für Stück nochmal im Kopf die Prüfung durchgegangen, in der Vorstellung, und hat überlegt, angenommen, ich hätte diese Ressourcen gehabt, zum Beispiel diese Fähigkeit, abzugrenzen, das nicht ranzulassen an mich, diese Art des Prüfers, bei mir zu bleiben. Wie wäre es dann gelaufen? Wie hätte ich reagiert? Was hätte ich gesagt? Wie wäre die Prüfung dann weitergegangen? So lange macht man das Spiel, bis man dann irgendwann sagt, okay, angenommen, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte und es wirklich nochmal machen könnte, dann würde ich es genauso machen. Das haben wir dann auch getan und dann stand sie irgendwann so zurück in der Gegenwart, stand sie dann da und konnte an diese letzte Prüfung denken und
diese Prüfung, diese Erinnerung war jetzt verknüpft mit dem, was wir gemacht haben und mit den Ressourcen. Das heißt, sie konnte jetzt auch zuversichtlich mit einem viel besseren Gefühl auf die nächste Prüfung schauen und sagen, okay, jetzt traue ich es mir zu, jetzt habe ich auch eine Strategie für den Fall, dass es nochmal so eine ähnliche Situation geben wird. Das heißt, was man da eigentlich macht beim Change History, ist wirklich so eine Art Zeitreise. Man wirklich sich vorstellt, okay, ich könnte in die Zeit zurückreisen. Deswegen erkläre ich das auch liebend gerne mit Filmen, das Format, weil es gibt eine ganze Reihe an Zeitreisefilmen, die auch diese Idee von Change History abbilden. Mein absoluter Favorit ist Alles eine Frage der Zeit, About Time. Muss ich mal kurz zu euch zurückkommen, weil ich neugierig bin, ob den jemand kennt. About Time, Alles eine Frage der Zeit. Kennt jemand den? Nee, ich sehe nur Kopfschütteln, das ist ja schade. Naja, ich hätte euch sowieso erzählt, was passiert, so ganz ungefähr. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der die Fähigkeit hat, in die Zeit zurückzureisen. Und natürlich geht es in dem Film auch um die Liebe. Es geht darum, dass er seine große Liebe für sich gewinnen möchte. Und er stellt sich natürlich total tollpatschig an am Anfang. Er verschüttet irgendwie die Sonnencreme auf ihrem Rücken und schafft es nicht, sie im richtigen Moment zu küssen und so weiter. Und was er macht, ist jedes Mal, wenn eine Situation schiefgegangen ist, reist er einfach ein paar Stunden zurück in die Zeit und macht das Ganze nochmal, probiert das Ganze nochmal. So lange, bis die Dates immer perfekt laufen und dann natürlich das Mädchen sich irgendwann Hals über Kopf in ihn verliebt und sie heiraten dann auch und sie kriegen Kinder und so weiter. Also es geht dann natürlich sehr schön weiter. Es kommt auch noch was ganz anderes, was ich gleich nochmal nachher aufgreife. Aber bis hierhin ist erstmal das Spannende, das, was er macht, ist im Endeffekt ein Change History. Dass er einfach, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, zurückreist und es nochmal probiert. Mit dem Unterschied natürlich, dass wir nicht wirklich zurückreisen können, sondern, hier, das ewig grüßt das Murmeltier, genau. Das ist auch so ein ganz klassischer Change History Film. Da durchlebt der Mann, ich habe nur den Trailer gesehen, muss ich zugeben, aber da sieht man, dass er den gleichen Tag immer wieder erlebt. Und immer mal wieder was anderes ausprobiert. Es geht auch in die Richtung wie der Film, den ich gerade beschrieben habe. Und was auch so ein Klassiker ist, ist Butterfly-Effekt. Ich glaube, den kennen mehrere von euch, vermute ich mal. Butterfly-Effekt, da reist er auch mit Hilfe seines Tagebuchs, reist er immer zurück in die Vergangenheit und geht auch um die Liebe, probiert nochmal es auf eine andere Art und Weise. Genau, also das, was die in den Zeitreisefilmen machen, ist im Endeffekt ein Change History, nur dass die es halt dass die wirklich in der Zeit reisen können. Wir können das Ganze natürlich nur im Kopf machen, aber der Effekt ist trotzdem ziemlich groß, weil einfach dieses vergangene Ereignis verknüpft wird mit den Ressourcen. Das heißt, zum Beispiel das Beispiel der Prüfung. Wenn sie jetzt zurückdenkt an die schlechte Prüfung, wird ihr sofort im Kopf aufpoppen, die Version, die wir uns ausgedacht haben, plus die Ressourcen. Und sie hat automatisch auch eine Strategie für die Zukunft, für ähnliche Situationen und ist gewappnet, falls sowas nochmal passiert. Trotzdem natürlich kommt immer auch mal wieder der Einwand, so, das ist ja trotzdem passiert, es ist ja nur vorgestellt, was bringt das? Stimmt natürlich auch wirklich auf der Faktenebene, aber was wir daraus machen, das können wir wirklich verändern. Und das ist nämlich die Grundidee von Change History, die ich euch hier auf der Folie nochmal kurz und knapp formuliert habe. Vor Change History ist die Idee, weil es einmal so war, wird es immer so sein. Das heißt, weil die Prüfung einmal so gelaufen ist, wird sie vielleicht auch nächste Mal oder wahrscheinlich nächste Mal auch so laufen. Und nach Change History ist die Idee, weil es früher so war oder weil es letzte Mal so war, ich daraus gelernt habe, wird es nächste Mal anders laufen. Das heißt, es geht darum, so einen neuen Blick auf die Vergangenheit zu sehen, die vergangenen Ereignisse als Quelle für was Positives, als Quelle für Lernen, als Quelle für Wachstum zu sehen. Weil ich meine, jedem passiert mal irgendwas, was schief läuft, irgendwas, was nicht schön ist, das ist irgendwie, sagen wir mal, menschlich und das ist einfach das Leben.
Und diese Ereignisse zu sehen als Quelle für was Positives, aus dem was Positives entstehen kann. Das ist eine Kunst und dafür ist Change History da, unter anderem, und auch andere Timeline-Formate, mit denen man aktiv daran arbeiten kann, diesen Blick auf die Vergangenheit zu bekommen. Genau, ich bleibe nochmal hier. Ich habe noch ein Beispiel für euch aus einem meiner letzten, wobei es schon ein bisschen länger her, das Coaching. Da habe ich auch mit einem Change History gestartet. Und zwar war das auch es war eine Frau, die kam zu mir und hat gesagt, vor 20 Jahren hat sie eine Entscheidung getroffen, beruflich, mit der sie heute immer noch hadert. Und zwar war sie damals an der Universität und hat irgendwie relativ spontan ein Jobangebot bekommen und ist dann schnell in den Job begeistert eingestiegen, hat ihre Abschlussarbeit dann nur noch mehr schlecht als recht geschrieben und hat sich mit der schlechten Note dann eine Karriere an der Universität verbaut, was eigentlich lange ihr Traum gewesen war. Und jetzt, 20 Jahre später, wo es wieder so ein bisschen um berufliche Neuorientierung ging, ist diese Entscheidung immer wieder in ihr hochgekommen und sie hat sich das selber nicht verzeihen können. Und unter anderem hatte sie auch Angst, dass dieses Muster sich wiederholt, also dass sie wieder irgendeine Entscheidung trifft, die sie nachher bereuen wird. Und wir haben mehrere Sessions gearbeitet, aber wir haben wirklich mit Change History angefangen, nämlich mit diesem Punkt, dass sie Angst hat, dass sich das wiederholen wird. Das heißt, wir sind zurückgegangen zu diesem Ereignis, wo sie sich entschieden hat, zu dieser Phase, und haben uns ganz genau von außen angeschaut. Was hättest du damals gebraucht, um anders zu reagieren in dieser Situation, um anders damit umzugehen, um vielleicht nicht vorschnell diese Entscheidung zu treffen? Und die Antwort ist dann natürlich nicht irgendwie sowas wie, sie hätte sich einfach nur ein bisschen mehr Mühe geben sollen mit der Masterarbeit, sondern da geht es dann darum, zum Beispiel rauszuarbeiten, okay, woran merkt sie denn, dass sie eine vorschnelle Entscheidung trifft? Woran hätte sie es merken können? Und was für eine Strategie hätte sie gebraucht, um einfach ein bisschen mehr zu reflektieren, um eine richtige Entscheidung zu treffen? Das haben wir so lange gemacht, bis sie dann in der Gegenwart sagen konnte, okay, jetzt habe ich keine Angst mehr, dass sich das wiederholen wird. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, damit ich nicht vorschnell aus den Emotionen heraus irgendwelche Entscheidungen treffe. Und dann haben wir im Anschluss noch mit anderen Sachen weitergearbeitet. Aber hier in dem Fall haben wir auch wirklich mit Change History gestartet. Das heißt, auch mit Themen, die schon länger zurückliegen, kann man Change History machen. Hier habe ich euch nochmal aufgelistet, auf welche Arten und Weisen man das machen kann, Change History. Also, es gibt wirklich viele Varianten. Die, die es schon kennen, ich habe leider vergessen, ich wollte eigentlich gerne eine Umfrage machen, wie viel von euch schon wie viel NLP-Wissen haben. Das habe ich aber leider vergessen am Anfang, weil wir so viel schon unterhalten haben. Weil die Practitioner schon haben, die kennen das sehr wahrscheinlich so. Nämlich im Raum mit Bodenankern, also Zettelchen mit einer, sagen wir mal, vorgestellten Zeitlinie mit Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, legt man einen Zettel, Bodenanker in die Gegenwart, einen Zettel an das vergangene Ereignis und macht das Ganze wirklich räumlich, indem man sich bewegt. Im wirklichen Coaching mache ich das ehrlich gesagt fast nie. Coaching mache ich das im normalen Gespräch. Also jemand, der zum Beispiel keinen NLP kennt, der kennt von außen vielleicht sogar gar nicht mal, dass da eine Struktur dahinter steht. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, Change History im Smalltalk einleiten oder Change History im Smalltalk so auch anleiten. Also all die Formate und natürlich auch Change History gehen auch einfach im Gespräch oder im Smalltalk. Also hier im Smalltalk, das hatte letzte Mal jemand gefragt, ist natürlich da liebe ich die Idee von Ralf, die Idee, ein Format in eine Frage zu komprimieren, in einem Satz zu formulieren. Und das wäre beim Change History zum Beispiel sowas wie: Was würdest du im Nachhinein anders machen? Was hättest du gebraucht? Was hast du daraus gelernt? Wie würdest du es nächste Mal machen? Und angenehm genommen, irgendeine Freundin oder Freundin kommt und erzählt von der Prüfung, die schiefgegangen ist, dann könntet ihr mit solchen Fragen den Prozess von einem Change History einleiten. Angenommen natürlich, derjenige ist irgendwie offen und geht in Gedanken mit. Wenn ihr diese Frage stellt, dann ladet ihr auf jeden Fall euren Gegenüber im Kopf ein, so ein Change History zu starten.
heißt, all diese Formate kann man, Change History, kann man auch einfach im Gespräch machen. Die Variante mag ich auch sehr gerne, nämlich im Kopf, visuell, also in den, vor allem in den vielen Online-Seminaren im letzten Jahr habe ich das hauptsächlich gemacht, dass man das wie sich auf wie so einer Kinoleinwand oder auf einem Fernseher vorstellt, zum Beispiel diese vergangene Prüfung, und einfach diesen Film neu dreht und überlegt, okay, wie hätte es eigentlich laufen können, wie hätte es laufen sollen, was hätte die Person da im Film gebraucht, und dann ist man wie so eine Art Regisseur und dreht diesen Film nochmal neu. Bevor ich jetzt hier in die Selbstcoaching-Variante einsteige, frage ich mal kurz in die Runde, ob es Fragen gibt bis hierhin. Ich würde nämlich gerne mal einen Schluck Tee trinken. Okay, sieht nicht so aus. Dann gucke ich noch mal kurz auf die Uhr. Perfekt. Nö, alles klar, Jürgen, sehr gut. Okay, als Selbstcoaching-Format, das ist natürlich mein, das ist mir besonders wichtig, weil das schätze ich am NLP so, dass man diese Formate auch einfach für sich selber anwenden kann. Also mich persönlich hat NLP einfach total selbstwirksam gemacht. Also immer wenn ich irgendein Thema habe, ein Problem oder ein Ziel oder was auch immer, gibt es immer irgendeine Seite in mir, die sich freut, dass sie jetzt NLP anwenden kann. Also vor allem Change History ist was ich ganz viel mit mir selber gemacht habe. Kurzversion im Kopf, also wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendwas nicht so 100% so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, sei es irgendwie ein Gespräch mit einer Freundin, was nicht gut gelaufen ist, gehe ich das dann im Nachhinein auf dem Heimweg zum Beispiel einfach nochmal in Kurzversion in ein paar Sekunden, vielleicht sogar ein paar Minuten im Kopf durch und überlege, okay, wenn ich es nochmal machen würde, wenn ich das Gespräch nochmal durchgehen würde, was würde ich anders machen, was hätte ich gebraucht in dem Moment. Das heißt, es ist wirklich was, was ihr so in ein paar Sekunden im Kopf machen könnt. Ich habe es auch mal eine Zeit lang dann ganz am Anfang ein paar Mal schriftlich gemacht. Mittlerweile mache ich es hauptsächlich im Kopf für mich. Also ich habe auch, ich muss sagen, ich habe ein großes Thema von mir mit Change History wirklich sehr gut verändert, sehr gut in den Griff bekommen. Nämlich das Thema auch mal Nein zu sagen und das Thema mehr zu sagen, wenn mir was nicht passt. Da habe ich jetzt auch im Coaching, das ist auch ein Klassiker im Coaching, da habe ich jetzt auch schon oft mit Leuten dran gearbeitet. Und da ist Change History auch echt ein guter Einstieg. Also ich habe eine Zeit lang, ich habe damals wirklich jede Situation, wo ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich zum Beispiel nichts gesagt habe oder dass ich nicht Nein gesagt habe, bin ich im Nachhinein nochmal durchgegangen mit Change History und habe mir ganz genau überlegt, wo, an welcher Stelle hätte ich wie, wo, was gesagt und wie hätte ich wie reagiert. Und je öfter ich das gemacht habe, desto öfter ist es mir in der Gegenwart aufgefallen, desto mehr ist es zum Automatismus geworden, dass ich ganz automatisch dann schneller reagiert habe, schneller Nein gesagt habe, schneller auch mal gesagt habe, was ich denke. Ich habe zum Beispiel im Coaching auch mit jemandem dran gearbeitet, da ging es um das Thema Dating. Sie hatte jetzt eine ganze Reihe an Dating-Erlebnissen hinter sich gehabt, eine junge Frau, wo sie irgendwie es nicht geschafft hat, den richtigen Moment zu finden, Nein zu sagen, einfach um die Erwartungen des Gegenübers, des anderen nicht zu enttäuschen. Und da haben wir auch echt eine ganze Reihe an Change Histories gemacht, um dieses Nein-Sagen also als Automatismus zu installieren, als Strategie. Klar, man kann hier an der Stelle natürlich auch noch tiefer gehen und gucken, okay, wo kommt es denn her, dass du die Erwartungen anderer über deine eigenen Bedürfnisse stellst. Da kann man dann auch mit anderen Formaten tiefer reingehen. Aber Change History ist hier ein genialer Start auf der Strategie, auf der Verhaltensebene. Okay. Super, jetzt sind wir bei der Übung. Also bei der praktischen Teil. Also es ist eine kurze Übung, die jeder für sich machen kann im Kopf. Die ist inspiriert aus dem Film, den ich euch vorhin beschrieben habe. Der ist übrigens eine absolute Empfehlung von mir. Also wie ich gesehen habe, kennen den noch nicht viele. Hier unten habe ich ihn hingeschrieben. Ganz toller Film, kann man sich echt anschauen. Auch mit dem NLP-Blick, sehr spannend. Jedenfalls, nachdem er seine Liebe für sich gewonnen hat und sie verheiratet sind und alles, kommt eigentlich für mich der spannende Teil auch mit dem NLP-Blick, weil er beschreibt dann gegen Ende hin, wie ihr diese Fähigkeit nutzt, in die Zeit zurückzureisen.
Nämlich, er macht Folgendes. Jeden Abend, also ganz am Ende des Tages, reist er nochmal zurück zum Morgen und durchlebt den gleichen Tag nochmal und verändert nur zwei, drei Kleinigkeiten, macht zwei, drei Kleinigkeiten ein bisschen anders. Man sieht ihn dann zum Beispiel, wie er irgendwie seine Frau morgens einen Kuss mehr gibt, wie er bei der Kaffeeverkäuferin einfach ein bisschen freundlicher, ein bisschen herzlicher ist. Man sieht ihn, wie er irgendeine bestimmte Situation mit ein bisschen mehr, wie er die ein bisschen mehr genießt, irgendwie einen Witz macht. Das heißt, er geht den Tag nochmal genauso durch, aber macht ein paar Kleinigkeiten ein bisschen anders. Und das ist eine super Übung, die man auch selber machen kann. Natürlich einfach abends im Kopf. Weil das Ende von diesem Film finde ich dann persönlich echt so ein Gänsehautmoment. Am Ende sagt er dann nämlich, er ist an den Punkt gekommen, wo er diese Zeitreisen gar nicht mehr braucht. Wo er jeden Abend sagen kann, wenn er zurückreisen würde und den Tag nochmal leben würde, er würde gar nichts mehr anders machen. Einfach weil er so die Tage mit so viel Bewusstsein lebt, dass er dieses Change History gar nicht mehr braucht. Und das finde ich einfach eine schöne Idee, eine schöne Botschaft. Und ich habe, oder ihr kennt, man kennt das, glaube ich, auch so aus der positiven Psychologie. Also aus so Art Dankbarkeitstagebüchern, da gibt es ganz oft abends so diese Frage, was würdest du heute im Nachhinein anders machen? Ich weiß leider die Formulierung jetzt nicht mehr genau. Oder zum Beispiel sowas wie, was ist heute nicht gut gelaufen und wie möchtest du das nächste Mal machen? Also das findet man in solchen Dankbarkeitstagebüchern, in solche Ideen für eine Tagesroutine, findet man ganz oft diese Frage und diese Idee. Und im Endeffekt ist das ein Change History, ein kleines Change History. Und dazu lade ich euch jetzt mal ein, dass ihr das mal für euch ausprobiert mit dem gestrigen Tag. Das heißt, als allererstes, erinnert euch erstmal, was habt ihr gestern so ungefähr gemacht? Lasst euch mal kurz den gestrigen Tag so, ruft euch den mal zurück in den Kopf. Was habt ihr so gemacht? Wie ging's los, euer Morgen? Was ist so passiert? Wie war der Tag überhaupt? Ich gebe euch mal ein ganz paar Sekunden, damit ihr euch das wieder in Erinnerung ruft, was gestern passiert ist. Okay, und wenn ihr gestern im Kopf habt, dann überlegt mal. Angenommen, ihr könntet genauso wie derjenige im Film, wie der junge Mann im Film, ihr könntet zurückreisen und den Tag nochmal leben, genauso wie er war. Ihr könnt zwei, drei Kleinigkeiten ändern. Was würdet ihr anders machen an dem Tag? Also wenn ihr den Tag nochmal durchleben könntet, was wären die zwei, drei Sachen, die ihr anders machen würdet? Könnt auch gerne gleich mal in den Chat schreiben, was euch als erstes in den Kopf kommt. Würdet ihr vielleicht eine bestimmte Situation mehr mit Gelassenheit nehmen? Oder mehr mit Humor, mehr mit Leichtigkeit, vielleicht ein bisschen mehr Witz einbauen? Oder hättet ihr vielleicht irgendeine anderen Person mehr zeigt, dass ihr sie mögt. Was wäre das, was ihr gestern ein bisschen anders gemacht hättet im Nachhinein? Also wenn ihr Lust habt, ich lade euch herzlich ein, wenn ihr eure ersten Gedanken mal kurz im Chat teilt. Wenn nicht, ist natürlich auch okay. Ruhig bleiben. Danke, Florian. Ja, also bei mir ist es ganz oft, wenn ich diese Übung mache, so und die Sachen einfach mehr mit so ein bisschen mit Ruhe nehmen, mit Gelassenheit. Dass ich, ja, zu viel gearbeitet, vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr Zeit für die Liebsten. Ach, schön, Janina, das ist auch ein schöner Impuls. Computer zumachen. Aber hoffentlich nicht jetzt. Nachher in einer halben Stunde dann nicht so viel gesnackt, auch gut. Mehr aufs Bauchgefühl hören, weniger Zweifel. Also sind alles so kleine Sachen, die man auch super gut mitnehmen kann in die nächsten Tage. Noch gelassener sein. Ja, bei mir ist es auch ganz oft dieses, die Sachen mit mehr Ruhe zu nehmen, mit mehr Gelassenheit. Und auch einfach mal zwischendurch kurz durchatmen und in der Gegenwart bleiben und auch mich daran erinnern, okay. Es geht im Endeffekt darum, die Sachen auch zu genießen.
Auch gut, Luisa. Mehr Feedback einholen, auch spannend, auch wenn ich den Kontext nicht höre. Ah, Daniele, wie schön, dass du dabei bist. Ich noch gar nicht gesehen, deinen Namen. Weniger getrödelt, früher geschlafen. Okay, da kommen ganz viele Sachen. Schön, es freut mich, von euch zu lesen. Ja, also ich lade euch wirklich ein. Das ist eine ganz, also ich habe es in Vorbereitung auf den Vortrag, habe ich das mal wirklich 2 Wochen versucht, jeden Abend zu machen. Ich werde es mir auch nochmal vornehmen, weil es hatte eine ganz tolle Wirkung. Also einerseits kann man natürlich diese ganzen Impulse, die einem da kommen, kann man mitnehmen in die nächsten Tage. Klar, es geht überhaupt nicht darum, sich irgendwie zu ärgern, dass man es nicht, dass man das nicht so gemacht hat, sondern wenn ihr das mal ausprobiert, werdet ihr merken, man bekommt ein viel größeres Bewusstsein für den Tag. Ich hatte auch letzte Mal, als ich die Übung so gemacht habe, ich einen Teilnehmer dabei, der hat gesagt, er macht das auch regelmäßig, so mit so einer Art Tagebuch. Und bei ihm, und das kann ich gegen mir auch genauso, ist es so, dass dann mitten am Tag so einmal so kurz die Gedanken so hochploppen, ich könnte jetzt eigentlich mal ein bisschen mich mehr entspannen. Oder ich könnte die Sache jetzt, auch wenn es gerade nicht so toll ist, ich könnte es einfach ein bisschen mehr genießen. Also, dass man immer regelmäßig am Alltag dann schon denkt an abends, was würde ich jetzt anders machen? Und viel mehr, mit viel mehr Achtsamkeit und viel mehr Bewusstsein den Tag lebt. Ich habe mir auch jetzt gerade in Vorbereitung auf heute nochmal vorgenommen, das zu machen. Ich lade euch auch herzlich ein, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren. Nehmt euch vielleicht 1 Woche oder 2 Wochen vor, legt euch irgendwie einen Zettel und einen Stift Papier neben das Bett und macht einfach genau das. Mal früher eine Schmerztablette genommen. Macht genau das mal jeden Abend und guckt, beobachtet, was es mit euch macht. Weniger reden, mehr zuhören. Wow, also es sind von kleinen, sagen wir, kleinen Botschaften bis hin zu richtig tiefen Veränderungen. Schön, freut mich. Also wie gesagt, ich freue mich natürlich auch immer. Ich habe dann nach dem letzten Mal, dass ich das biografische Arbeit, das Webinar gegeben habe, habe ich dann ein paar Leute in den Übungsgruppen wieder getroffen und dann auch ein bisschen gehört, was für eine Wirkung das hatte. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ich das irgendwie mitkriege. Also das kann ich euch nur sehr ins Herz legen. Und den Film natürlich auch hier zum allerletzten Mal. Lächeln statt sich sorgen, das ist auch nochmal schön. Okay, dann möchte ich euch noch hier NLP-Formate als Fitnessgeräte, diese Idee mitgeben. Die gilt nicht nur für Change History, sondern die gilt ganz allgemein. Ihr könnt euch NLP-Formate wirklich wie so eine Art Fitnessgeräte vorstellen. Wenn ihr ein Change History einmal macht, zum Beispiel, dann werdet ihr wahrscheinlich den Blick auf das vergangene Ereignis oder auf das Ereignis, das geht, die Gefühle, der Blick darauf, der wird sich verändern, aber wahrscheinlich nicht viel mehr. Und es ist genauso wie wenn ihr ins Fitnessstudio geht und hier einmal, so wie das Männchen, was ich hier auf die Folien gemacht habe, wenn ihr einmal die Hanteln stemmt und dann nie wieder, dann wird das einfach ein richtig fetter Muskelkater, aber es wird nicht viel mehr verändern. Es wird nicht euren Körper langfristig verändern. Dazu müsstet ihr dann wahrscheinlich schon regelmäßig ein-, zweimal die Woche die Hanteln stemmen, damit da auch sich was tut. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit dem Change History. Wenn man das einmal macht, dann verändert man, sagen wir mal, das in Bezug auf das konkrete Ereignis, verändert man was. Aber wenn man es mehrmals macht, wenn man es regelmäßig macht, immer wieder mit zum Beispiel der Übung, mit diesem kleinen Mini-Change History, was wir gerade gemacht haben, oder auch mit anderen größeren Themen, dann werdet ihr irgendwann merken, dass sich euer Blick auf die Vergangenheit ändert. Eure Einstellung zur Vergangenheit, dass euch ganz viel automatischer dieser Blick auf die Vergangenheit kommt, dass sich eure Persönlichkeit verändert. Dass ihr vielleicht sogar ein ganz klein bisschen ähnlicher Virginia Satir werdet. Weil sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, aber sehr wahrscheinlich stammt das Change History von ihr. Virginia Satir war Familientherapeutin, Mitbegründerin der Aufstellungsarbeit und also für die, die nicht wissen, wie NLP entstanden ist, ganz kurzer Mini-Ausflug. Also Bandler und Grinder, die Gründer des NLP, die haben sich verschiedene Therapeuten angeschaut, unter anderem Virginia Satir, und haben ganz genau hingeguckt, was machen die eigentlich? Und haben das analysiert und haben daraus Schrittfolgen beschrieben. So, dass das jeder nachmachen kann, zum Beispiel wir heute hier. Und so ist auch Change History entstanden, wahrscheinlich indem sie, ich glaube, Virginia, echt? Okay, das wusste ich nicht. Genau, sie haben Virginia Satir angeguckt. Okay. Virginia Satir angeguckt und haben daraus, nein.
Na gut, das könnt ihr im Chat ja mal klären. Also höchstwahrscheinlich ist Change History nach Virginia Satir entstanden. Und Virginia Satir war natürlich eine Person, die kannte Change History nicht, nach ihr wurde es entwickelt. Sie war ein Mensch, aus ihr kamen diese Fragen einfach raus, dieser Blick, die Vergangenheit zu sehen, diese Fragen zu stellen. Das war einfach in ihr drin, das war so ihre Intuition. Und je öfter ihr so ein Change History macht, desto mehr kommt ihr auch in diese, sagen wir mal, daran, dass es eure Persönlichkeit wird, dass es eure Art, die Vergangenheit zu sehen wird. Dass euch vielleicht, wenn eine Freundin oder ein Freund kommt, der eine schlechte Prüfung hattet, dass ihr dann nicht sagt, oh Gott, wie schrecklich, erzähl mal, wie schlimm alles war, sondern dass ihr dann vielleicht stattdessen sagt, hey, wie würdest du es denn im Nachhinein anders machen wollen? Okay, danke Ella für die Information. Doch schon ein bisschen her. Okay. Genau, das möchte ich euch mitgeben. Das gilt für Change History. Bei Change History kann man das super echt regelmäßig machen. Gilt aber natürlich auch für alle anderen NLP-Formate ganz allgemein. So, jetzt bin ich am Ende mit Change History. Bevor ich jetzt wieder zurückkomme zu der Überblicksfolie, bin ich nochmal gespannt. Gibt es noch irgendwas zu Change History konkret? Fragen, Gedanken, Anmerkungen? Solange nehme ich nochmal einen Schluck Tee. Okay, dann bin ich jetzt hier wieder auf der Überblicksfolie. Also, wir haben uns jetzt gerade ausführlich Change History angeguckt. Björn, ist das eine Frage? Möchtest du was sagen? Ich höre dich leider nicht. Kann man mich jetzt hören? Ja, jetzt hört man nicht. Also ich arbeite ja kinesiologisch mit Change History und nutze das viel, weil ich Timeline ganz gern benutze. Ich hatte jetzt öfter das Erlebnis, dass wenn ich die Ressource gesendet habe, sie nur für zwei Stufen oder so oder zwei Ereignisse auf der Change History ausreichend war und manchmal erst noch eine andere gefunden werden musste, die dann wirklich auch richtig gut war. Liegt das dann nach Ihrer Meinung daran, dass man nicht die richtige Ressource gefunden hat oder dass es einfach auf unterschiedlichen Abschnitten der Timeline unterschiedliche Ressourcen bedarf? Das ist die perfekte Frage für das, was ich jetzt sowieso machen wollte oder wo ich einen kurzen Einschub zu machen wollte. Das wird höchstwahrscheinlich daran liegen, von welcher Ebene die Ressourcen kommen, die du wählst. Weil je nachdem, auf welcher Ebene das Thema liegt, brauchst du eine Ressource am besten von mindestens einer Ebene drüber. Und wenn die ersten Ressourcen, die du gesammelt hast, vielleicht auf der gleichen Ebene liegen oder sogar drunter, dann kann es sein, dass es erst wirklich funktioniert, wenn du noch eine Ressource von einer Ebene weiter oben einfügst. Passt genau zu dem, was ich sagen wollte, nämlich Change, also nochmal kurz als Erinnerung. Ihr könnt das Thema des Coaches schwerpunktmäßig hier auf der Ebene einsortieren. Das heißt, ihr könnt gucken, auf welcher Ebene liegt das Thema des Coaches schwerpunktmäßig. Und da gibt es dann die Faustregel im NLP, dass man ein Format von einer Ebene höher wählt. Das heißt, rein nach dieser Faustregel wäre Change History das perfekte Format für Themen auf Ebene 3. Das ist jetzt ein kurzer Einschub für die NLP-Kenner, für die NLP-Profis. Man kann aber mit Change History auch sehr gut an Themen von höheren Ebenen arbeiten. Da ist es dann aber wichtig, dass ihr in den Prozess Ressourcen von den höheren Ebenen einbaut. Zum Beispiel sowas wie von Ebene 5, Selbstliebe, Selbstwert, bei sich sein oder hier vielleicht die Beziehung zu jemand anders, ein Mentor oder vielleicht sogar was von Ebene 7, vielleicht irgendwie Dankbarkeit, eine Vision. Also wenn ihr sowas mit ins Change History einbaut, dann könnt ihr auch mit dem Change History mit Themen von den oberen Ebenen arbeiten. Okay, alternativ kann man aber auch einfach ein Format von einer Ebene höher wählen. Da ist dann nämlich automatisch die Ressource dieser Ebene mit in der Formatstruktur eingebaut. Also hier, Change History ist wirklich so das Grundformat.
Change Future ist eine ganz ähnliche Struktur in die Zukunft. Da kann ich jetzt, habe ich Zeit leider nicht, leider keine Zeit, darauf einzugehen. Deswegen, ich bleibe jetzt mal in der Vergangenheit und gehe eine Stufe höher zum Self-Nurturing. Da ist nämlich die Ressource von Ebene 5 schon mit eingebaut, das dissoziierte Selbst. Die Ressource hier von der Ebene 5 ist wirklich, dass ich dissoziiere mich von mir. Ich stärke mich, ich bin für mich da, ich unterstütze mich. Ihr hört schon in der Sprache, hier gibt es zwei Versionen. Das eine Ich, was das andere Ich begleitet, unterstützt, stärkt. Diese, oder Moment, ich gehe mal auf die nächste Folie. Es gibt es in die Zukunft, mache ich auch sehr gerne, dass man sich Rat von der Version aus der Zukunft holt. Klassische Version ist die in die Vergangenheit. Und hier ist der Unterschied, dass ihr keine Zeitreise macht, sondern dass ihr als gegenwärtiges Ich die Ressource seid. Ihr mit all eurem Wissen, all eurer Erfahrung, dass ihr zurückgeht und eure jüngere Version begleitet durch ein vergangenes Ereignis, was schwierig war. Um den Unterschied zu beschreiben zu dem Change History, verwende ich auch sehr gerne wieder Filme, weil das das Ganze anschaulich macht. Hier gibt es jetzt leider nicht so eine große Auswahl wie beim Change History. Ich kenne persönlich ehrlich gesagt nur einen. Ich weiß aber von anderen Teilnehmern, dass es irgendwie auf Netflix auch eine Reihe an Serien gibt, wo diese Idee mit vorkommt. Den Film, den ich kenne, das ist Looper. Kennt den jemand? Ist so ein Actionfilm mit Bruce Willis. Also inhaltlich ist es jetzt nicht meine allergrößte Empfehlung, aber man kann sich mal den Trailer anschauen, wenn ihr wollt. Ich schreibe es mal kurz im Chat. Weil im Trailer kommt auch schon diese Grundidee von Self-Nurturing vor. Also ganz, ganz kurze Erklärung. Es gibt einen jungen Mann und in dem Film begegnet er auch einem kleinen Kind, einem kleinen Junge. Und er stellt fest, dass das er ist als kleines Kind. Die zwei begegnen sich. Und gleichzeitig später, oder ich glaube davor, ich weiß es schon gar nicht mehr, begegnet er auch einem älteren Mann. Das ist dann Bruce Willis in dem Fall. Und er stellt fest, dass er das in der Zukunft ist. Und die zwei sitzen sich wirklich gegenüber. Das heißt, der junge Mann plus die ältere Version von ihm, die sitzen sich gegenüber und halten sich miteinander, bekämpfen sich in dem Fall sogar. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir im Self-Nurturing machen. Wir machen genau das Gegenteil. Aber das ist diese Grundidee von, es begegnen sich zwei Versionen von dir. Im Unterschied zu dem, wir machen eine Zeitreise. Ist das verständlich? Gibt es dazu irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Also ich habe es zum Beispiel mit der gemacht, von der ich vorhin erzählt habe, wo wir zurückgegangen sind, 20 Jahre zu dieser Entscheidung, wo sie noch so gehadert hat. Und da sind wir in der zweiten Session zurückgegangen mit Self-Nurturing. Und zwar ist sie dann in der Vorstellung zurückgegangen zu ihrer jüngeren Version von vor 20 Jahren und hat sie einfach nochmal begleitet, hat sie mal in den Arm genommen und hat gesagt, hey, ich verzeih dir das, es ist alles okay, es wird alles gut ausgehen. Es hat alles seinen Sinn gehabt, es ist okay, ich verzeih dir das. Das heißt, das ist so eine Art von Self-Nurturing, dass man wirklich zurückgeht und zu seiner jüngeren Version geht und die zum Beispiel in den Arm nimmt. Einfach mal sagt, sich gegenseitig stärkt, gegenseitig für sich da ist. Ein anderes Beispiel zum Abschluss. Ist man in diesem Format die ganze Zeit im jetzigen Ich assoziiert? Ja, also die klassische Version ist, dass man in der Gegenwartsversion bleibt, also dass du das Gegenwarts-Ich bleibst und wirklich zurückgehst in der Vorstellung zu der jüngeren Version, aber du bleibst derjenige der Gegenwart. Es geht natürlich auch so, dass man assoziiert zurückgeht und sich vorstellt, man ist, sagen wir mal, zum Beispiel der kleine Junge und man hat die erwachsene Version an der Seite. Da muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein, weil das kann auch ganz schnell, sagen wir mal, ressourcearm werden. Wenn man sich zu sehr mit diesen negativen Gefühlen und dem Negativen von damals assoziiert, das kann auch echt schief gehen. Also die sichere Version und die klassische Version ist, dass man im Gegenwarts-Ich assoziiert bleibt. Aber es gibt auch hier, wie bei allen Formaten, ganz viele verschiedene Variationen und Möglichkeiten, die immer je nach Thema und Coaching und Coachy Sinn machen.
Genau, das ist im Endeffekt die Arbeit mit dem inneren Kind. Also genau, es ist eine Art, das innere Kind zu stärken. Das heißt, man ist für das innere Kind da, man begleitet es, man stärkt sich selbst. Also wenn man das Self-Nurturing zum Beispiel oft macht mit der Idee, NLP als Fitnessgeräte, also wenn man oft ein Self-Nurturing macht, in die Vergangenheit zum inneren Kind geht oder auch aus der Zukunft sich Kraft holt, wächst einfach innerlich Stück für Stück dieses Gefühl, ich kann für mich da sein. Ich bin selber stark. Ich bin, klar, ich freue mich, wenn irgendwie Anerkennung, Liebe und so weiter von außen kommt, aber ich bin nicht mehr ganz so sehr darauf angewiesen, weil ich kann mir das auch selber geben. Das ist so, wenn man Self-Nurturing macht, das ist so der Prozess, der auf die lange Sicht wächst, wenn man viel von dieser Arbeit macht. Man sich selber stärkt und sagen wir mal, ja, Selbstfürsorge ist so der Begriff, würde ich sagen. Gerne, Andrea. Ja, noch ein Beispiel zum Abschluss. Das habe ich nämlich ein Self-Nurturing gemacht letztens. Das war genau, die war relativ eine junge Frau auch, die war relativ neu im Job, stand da auf dem Mittelpunkt mit irgendwie Präsentationen, Moderationstätigkeiten. Und das war für sie noch so ein bisschen verbunden mit Aufregung und Unsicherheit und sich nicht getraut, sich richtig zu zeigen. Und da haben wir dann so den Glaubenssatz rausgearbeitet, okay, ich muss es gleich perfekt machen, obwohl ich es noch gar nicht oft gemacht habe. Das heißt, dieser Anspruch, ich muss es gleich perfekt machen, und der kam bei ihr ganz stark aus einer bestimmten Phase in der Kindheit, vor allem auch von ihren Eltern. Da wurde der geprägt und da sind wir mit Self-Nurturing zurückgegangen, ganz ausführlich, um diesen Glaubenssatz zu verändern, um den aufzulösen, um da was anderes entstehen zu lassen. Also das nochmal als praktisches Beispiel für Self-Nurturing. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich wollte. Hier sind wir jetzt auf Ebene 5 gewesen mit dem Self-Nurturing. Wenn man jetzt noch eins höher geht, dann kommt noch der Positionswechsel mit rein. Das Reimprinting, für die, die das kennen, das ist nochmal eine Stufe komplexer. Hier macht man wie so eine Art Aufstellung in der Vergangenheit, dass man noch mit anderen Personen, dass man noch andere Personen mit reinnimmt, dass man sich noch die Position der Eltern zum Beispiel genau anschaut. Und hier oben auf Ebene 7 gibt es dann noch abgefahrenere Sachen, die spirituelle Timeline-Arbeit. Das heißt, da wird es dann Richtung Master, wird es dann nochmal komplexer. Das hier ist Stoff des Practitioners, die zwei Sachen, die ich euch heute vorgestellt habe. Bei uns in Berlin wird es auch immer, sagen wir mal, sehr unterschieden, so wie ich es euch jetzt vorgestellt habe. Falls ihr Practitioner schon gemacht habt und euch gerade wundert, es gibt, glaube ich, auch andere Practitioner, wo das hier Change History und Self-Nurture nicht so sehr unterschieden wird, wo das ein bisschen vermischt wird. Genau, in dem Sinne, ich freue mich noch über eure Fragen. Sonst geht es natürlich auch darum, dass ihr das erlebt. Also es war jetzt natürlich eine Einführung von mir, aber biografische Arbeit geht es natürlich darum, dass ihr das mit euch selber ausprobiert, dass ihr es erlebt. Ihr habt zwei Möglichkeiten im Endeffekt, entweder im Coaching, also dass ihr, wenn ihr mit einem konkreten Thema kommt, dann im Coaching wirklich die passende Technik, das passende Format auf euch zugeschnitten habt. Wenn ihr mehr lernen wollt, okay, wie führe ich denn jemand anderen durch? Wieso wirkt das wie? Welche Varianten gibt es? Wie mache ich das? Wie führe ich auch mich selber zum Beispiel durch? Dann macht es natürlich Sinn, das in der Ausbildung zu lernen. Oder hier an der Stelle möchte ich auch meine Übungsgruppe vorstellen. Ich glaube, ja, ich weiß, ein paar sind dabei, die auch hier heute dabei sind. Ich schicke auch gleich nochmal den Link in den Chat, wenn ich zurück hier aus der Präsentation zurück bin. Da gebe ich einmal im Monat, stelle ich ein Format vor. Leider haben wir jetzt gerade letzte Mal Self-Nurturing gemacht. Das nächste Mal machen wir Change Future, also sogar auch ein Timeline-Format, aber in die Zukunft. Dann zu guter Letzt wichtig, der Newsletter. Da sind wahrscheinlich die meisten auch schon drin. Das ist der Newsletter hier aus Berlin. Da bekommt ihr jeden Samstagvormittag einen ganz frisch geschriebenen NLP-Text von Ralf, plus alle unsere Termine, zum Beispiel auch immer hier die Termine der Übungsgruppe von mir, die Termine von unseren Webinaren und natürlich auch alles andere.